Ein Projekt, was Kinderlachen in den letzten Monaten bewerkstelligt hat. Und bitte begrüßen Sie jetzt mit einem großen Applaus den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Ulrich Sierau, gefolgt von Marc Peine und Christian Vosseler. Mensch, Herr Oberbürgermeister, ich muss erst mal sagen, Sie sind ja wirklich ein sehr guter Wipper. Das ist, man verlernt das nicht, ne, oder? Also wenn man das mal mit Leidenschaft in der frühen Jugend gemacht hat, dann macht man das immer wieder unheimlich gerne. Und es ist eine absolute Abwechslung zur Hängematte im Büro. Ja, ja, so ist es. So ist es, wenn man quasi mehr oder weniger bei der Stadt arbeitet. Aber es ist eine tolle Sache, dass Kinderlachen... Ja, den müssen wir auskosten, dass Kinderlachen diese Spielplätze zur Verfügung stellt und eben so herstellt, dass sie einfach toll aussehen. Also erstmal, lieber Herr Knob, ich lade Sie gerne mal ein in die Hängematte, damit Sie die mal kennenlernen, ja, wie das ist. Das machen wir immer, damit Sie dann auf die Art und Weise einsteigen können. Ansonsten ist das ein super Projekt. Also ich muss sagen, Hochachtung, weil wir haben, ein bisschen länger daran gearbeitet. Die haben sich sehr professionell damit befasst und Sie haben das gesehen. Die Kinder, die haben so einen Spaß gehabt. Also Kinderlachen hat ein Lachen in die Gesichter der Kinder gezaubert, aber hat richtig was Nachhaltiges gemacht, was bleibt. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, dass Sie dann nicht nur da stehen, so wie so ein Oberbürgermeister und abnicken und wieder gehen, sondern dass Sie dann auch mitmachen und mit den Kindern spielen. Also da muss ich sagen, das hat Format. Lieber Marc, es gibt aber noch andere Neuigkeiten als jetzt nur die Spielplätze, sondern es gibt etwas ganz, ganz Besonderes. Und da muss ich sagen, das ist schon ein Hammer. Vielleicht kannst du einfach mal kurz eben sagen, was es denn ist. Ja, in den vergangenen Jahren haben wir ganz, ganz viele Dinge unterstützt oder Aktionen unterstützt bundesweit. Und Kinderlachen befasst sich mittlerweile seit 6 Jahren damit, auch ein eigenes Zentrum bauen zu wollen. Und wir sind heute hier, um die ersten Pläne einer größeren Gesellschaft einfach mal zu zeigen, was wir vorhaben. Und das wird immer mehr konkret. Und wir haben das Ganze auf 3 Säulen aufgebaut, die entscheidend sind für uns. Und wir möchten eine Kita für 0- bis 6-Jährige ins Leben rufen und bauen. Im Anschluss daran gehen diese Kinder nur, wenn sie das Seepferdchenabzeichen, also auch schwimmen können, in die daneben liegende Grundschule. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sportprogramme. Eine eigene Sporthalle und eine Schwimmhalle ist auch mit dabei und soll ein großer Campus werden, wo das Thema gesunde Ernährung die zweite Säule sein wird. Und das Ganze im digitalen Zeitalter, soweit es geht, papierlos mit einem Partner hier auch aus Dortmund. Und da geben wir Gas, gemeinsam auch mit der Stadt Dortmund. Und da freuen wir uns darauf, dass wir auch heute schon ein paar Bilder mitnehmen können. Bevor wir die Bilder zeigen, muss ich sagen, Herr Sierau, das ist ja wirklich eine tolle Neuigkeit. Ein eigenes Kinderlachenzentrum. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist fantastisch, weil wir haben eine ganze Menge von Bereichen, wo wir ein bisschen was tun müssen. Und ich finde fantastisch, mit welcher Bereitschaft, welchem Mut Kinderlachen herangeht, auch mit welcher Kompetenz. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Impuls, von dem ich denke, dass er über den Standort hinaus, um den es hier geht, viele Wirkungen erzeugen wird. Also deshalb ist das ein ganz fantastisches Projekt. Und lieber Marc, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Bilder rein, Christian. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was wir da eigentlich genau sehen. Ja, genau. Wir sehen jetzt eine 3D-Animation. So, jetzt sieht man, ja, ich bin nicht 3D, da sieht man es genau. Man kommt aufs Gelände drauf, links ist die Turnhalle, rechts die Verwaltung von Kinderlachen. Sie sehen, es ist parkähnlich angelegt worden von uns. Links sehen Sie jetzt die Kinderkochschule. Ernährung ist für uns ganz, ganz wichtiges Thema für Kinder. So, rechts ist die Grundschule, die Sie gerade nicht sehen, da ist die Kita und dann alles begrünt. Und eine Eventhalle,
die Sie gleich von oben sehen werden, wo in Zukunft die Kinderlachen-Gala stattfinden wird. Und jetzt sehen Sie die Totale von oben. Unter anderem, da sehen Sie ein Hotel, Kindergastronomie, Veranstaltung, eine Halle, die Grundschule, eine Kita, wie Marc sagte, von 0 bis 6 Jahren, eine Sporthalle mit Schwimmhalle, alles dabei. Und hier rechts unten die Verwaltung. Das ist im Prinzip die Zukunft von Kinderlachen. Das ist unser neues Zuhause, wo man Sie vielleicht begrüßen kann bald. Ja, das ist wirklich, wie ich schon sagte, ein echter Hammer. Wenn ich da überlege, wie wir angefangen haben vor 13, 14 Jahren und jetzt ist man schon bei einem eigenen Kinderlachenzentrum, Herr Oberbürgermeister, wie kann man dieses Projekt deutschlandweit als Bürger vielleicht noch unterstützen? Was kann man dann noch tun? Was fällt Ihnen dann noch ein? Sie sind ja ein Mann, der viel bereist ist auch, der natürlich auch die politischen Wege kennt. Und das ist ja manchmal, gibt es da ja vielleicht noch ein paar Kniffe, fällt Ihnen noch irgendwas ein, wie man da noch was zu beitragen kann, wenn man jetzt hier sitzt und denkt, Mensch, ich möchte irgendwie dabei sein. Ja, da kann man natürlich ganz spontan sein und schon mal auf das Konto einzahlen. Man kann aber auch sagen, okay, ich habe noch ein paar Ideen, was man da vielleicht machen kann, habe eigene Erfahrungen, die ich einbringe, weil das Projekt ist im Augenblick eine sehr, sehr gute Idee, sehr, sehr gutes Konzept. Aber das wird ja ein bisschen brauchen, bis es dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir haben uns schon mal über einen zeitlichen Rahmen verständigt, hoffen, dass das in der Zeit auch passiert. Aber es sind alle, würde ich mal sagen, aufgefordert mitzumachen mit ihren Ideen, das Ganze noch ein Stück weiterzuentwickeln, zu qualifizieren. Und da ist Rat und Tat genauso erwünscht wie der eine oder andere ordentliche Betrag, der das Ganze auch noch ein Stück mit nach vorne bringt. Also ich bin sicher, das ist ein Projekt, das ist richtig zum Mitmachen. Und da können alle mit ihrer ganzen Leidenschaft mitmachen. Und ich glaube, das wird dadurch richtig ein Projekt, dank der Schwarmintelligenz aller Menschen, die heute hier sind. Und falls jemand sagt, Mensch, der Film, der lief mir ein bisschen zu schnell, ich würde es mir gerne nochmal anschauen, was da eigentlich genau entsteht, lieber Marc, es gibt noch die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Wo? Ja, wir haben im Foyer hier ein Modell ausgestellt und da gibt es auch Flyer. Es gibt kleine Abschnitte, die kann man am Tombola-Stand dann in eine Box reinwerfen. Und unser Ziel ist es, dass in 2,5 Jahren an dieser Stelle für dieses Projekt die ersten Bagger rollen werden. Sehr schön. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie diese Veranstaltung unterstützen. Und ich nehme das mit dem Angebot und der Hängematte wörtlich. Ich komme mal irgendwann im Büro vorbei. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Mit Ihnen wollte ich schon immer mal zusammen schaukeln, Herr Knopp. So. Dankeschön an den Oberbürgermeister Ulrich Sierau. Vielen Dank. Und natürlich Marc Peine und Christian Vosseler. Und wir haben es gehört, das Modell steht draußen und man kann es sich noch anschauen. So.